Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Hexit. Und mit dieser gerade untergehenden Sonne möchte ich hier starten heute. In der heutigen Folge wird noch mal ein bisschen gebaut. Das ist einfach mein Gedanke dahinter, dass wir nur noch zwei Folgen zusammen haben. Und die 100. Folge ist ja mehr oder weniger schon abgedreht und fertig. Dementsprechend haben wir nur noch diese zwei Folgen und da habe ich mir gedacht, eine Folge bauen wir noch ein bisschen und eine Folge werde ich dann nochmal ordentlich kämpfen. Und zwar hatte ich mir überlegt, dass ich in der 100. Folge, in der 99. Folge, Entschuldigung, ja, dann eben gegen den Enderdrachen kämpfe, beziehungsweise gegen den Wither, wenn der Enderdrache nicht klappt. Oder wenn beides gut klappt, also wenn der Enderdrache gut klappt und ich dann noch genug Zeit habe, dann würde ich ganz gerne auch noch gegen den Wither kämpfen. So rum, meine Güte, wie verwirrend alles. Also wenn es zeitlich beides klappt, ich packe jetzt mal hier das Zeug mit hier rein, weil das macht ja alles keinen Sinn mehr, hier noch zu sortieren. Also wenn alles gut klappt, weil ich bräuchte jetzt eine neue Kiste, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wenn alles gut klappt, dann werde ich in der nächsten Folge sowohl gegen den Nether-Drachen als auch gegen den Nether-Drachen? Gegen den Enddrachen. Gegen den Enderdrachen, meine Güte, was erzähle ich denn hier? Als auch gegen den Wither kämpfen. Das passt hier alles schon gar nicht mehr, ey. Also zum Ende hin werden die Truhen dann doch nochmal sehr voll, anscheinend. Oh komm, da packen wir noch da rein, da packen wir noch da rein. Das interessiert uns jetzt eh nicht mehr. Also wer sich jetzt noch über Sortierung beschwert, Leute. Jetzt ist wirklich unwichtig. Die möchte ich mitnehmen, die möchte ich mitnehmen, die möchte ich mitnehmen. Ne, die möchte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Egal. Ich möchte aber mir noch ein paar Fackeln machen, bevor wir loslegen. Ja, der Plan ist tatsächlich, zum einen möchte ich ganz gerne ein bisschen sag mal. Genau, oben, ich brauche ein bisschen Knochenmehl, oben an der Windmühle möchte ich es ein wenig schöner machen, sagen wir es mal so. Und das machen wir ganz einfach, indem wir da ein bisschen Knochenmehl durch die Gegend hauen, dann wird es glatt ein bisschen schöner. War ja auch der Wunsch in den Kommentaren, dass wir da oben so ein wenig dekorieren, ein wenig Blümchen verteilen und sonstiges. Und nichts einfacher als das. Man nimmt einfach ein bisschen Knochenmehl. Und hier auf der Etage muss irgendwo ein Monster sein. Das ist auch ziemlich krass. Ja, was kann ich euch erzählen? Ich kann euch erzählen, dass ich gerade eben die erste Folge vom neuen Horror-Let's Play Resident Evil 7 Biohazard aufgenommen habe. Die kommt heute mal ganz untypisch schon, wenn ihr das jetzt gerade seht, dann ist jetzt gerade 2 Uhr, wenn ihr es direkt seht. Und Biohazard kommt, wie gesagt, ganz untypisch heute schon eine Stunde später um 15 Uhr. Das heißt also, entweder seht ihr die Folge jetzt gerade und könnt um 15 Uhr euch direkt die nächste Folge angucken. Vom schönen Let's Play. Oder ihr seht die Folge irgendwann nach 15 Uhr hier und dann könnt ihr... Ups, das wollte ich nicht. Das ist nicht schön. Das will ich nicht. Das ist nicht schön, habe ich gesagt. Und dann könnt ihr euch im Grunde direkt das Let's Play zu... Hör auf damit. zu Resident Evil angucken. Ziemlich krasses Spiel auf jeden Fall. Und auch schon in der ersten Folge mit dem ein oder anderen... Ja, Erschreckmoment. So, und jetzt machen wir hier aber ein bisschen frei. Weil ich glaube tatsächlich, hier hätte ich aber gerne irgendwie so einen Weg. Ich glaube, ich brauche einen Weg. Von hier so darüber. Vielleicht einfach mit Kies oder so.
Also ich kümmere mich jetzt erstmal um das hier oben und wenn es zeitlich passt, dann werde ich noch den Weg nach unten ein bisschen bearbeiten. Wenn es zeitlich nicht passt, dann lasse ich das einfach. Wir gucken mal, was hier heute passiert. So. Wie machen wir den Weg? Machen wir den mit Kies? Habe ich denn Kies da? Ich weiß das gar nicht. Oder machen wir den mit Erde? So ein Erdweg darüber? Oder machen wir den mit Stein? Wir können den auch mit Steinen pflastern. Wir haben genug Steine dabei. Brauchen aber irgendwie so einen Übergang darüber. Ich guck mal. Ich guck mal, wie es aussieht mit Stein. So. Wir müssen auch schauen, dass das irgendwie dann so auskommt hier. So kommt es sich auf jeden Fall nicht aus. Wenn wir das so machen. So könnte es funktionieren. Dann würde ich das aber glatt auch noch ein bisschen breiter machen hier. So. Und hier auch. Hallo. Breiter habe ich gesagt. So, und hier vielleicht dann auch noch ein bisschen breiter. So könnte man einen Weg bauen. Sieht der denn auch schön aus? Nicht wirklich, ne? Naja, es geht. Also, ich habe schon schönere Wege gesehen, sagen wir es mal so. Vielleicht hier das noch wegnehmen. Gucken wir mal. Ich werde das mal mit Stein auspflastern. Ja, Resident Evil, absolut krasses Game. Ich will jetzt natürlich auch nicht spoilern, was da passiert ist, aber wenn ihr Bock auf Horror-Let's Plays habt, dann guckt es euch auf jeden Fall an. Das ist ziemlich strange. Okay, dann haben wir hier einen Weg rüber. Dann würde ich sagen, hier nochmal ein bisschen Knochenmehl verteilen. Dann haben wir auch noch ein paar Blümchen in der Tasche, wo ich vielleicht auch, die ich vielleicht auch nochmal auspacken könnte. Machen wir hier mal Platz, damit wir hier ein paar Blümchen aufstellen können noch. Was ist das denn? Gisalsieds. Gisalsieds sind keine Blümchenfreunde. So, so. Machen wir hier mal einen kleinen Wuchergarten sozusagen. Schub, 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 schub. Haben wir noch mehr Blümchen? Da und da und da haben wir noch Blümchen. So, und hier noch. Du bist auch schick. Du bist auch schick. So. Und dann sieht das doch alles schon ein bisschen freundlicher aus, ne? Findet ihr nicht? Nehmen kurz so. Okay. Doch, das sieht schon schicker aus, muss man mal sagen. So. Das nervt mich noch ein bisschen, weil das irgendwie nicht so abgetrennt ist hier. Wie könnte man das jetzt machen? Wie könnte man das machen? Aber wenn ich das jetzt hier abreiße, habe ich hier oben nur Dings. Aber was wir machen könnten, wäre eben kurz mit der Portal Gun uns hier ein Portal hinmachen und dann holen wir uns die Säge. Pass mal auf, ich versuche mal was. Ich teste mal wieder ein bisschen herum. Deswegen glaube ich nicht, dass wir den Weg hier runter noch hinkriegen werden, aber wir werden auf jeden Fall hier ein wenig herumbasteln. Was ist denn, wenn wir diese 61 nehmen hier? Meine Katzen sind auch wach. Es ist übrigens 8:30 morgens, weil ich gestern Abend einfach viel zu platt war, viel zu müde war. Tatsächlich schon kurz dran gedacht hatte zu sagen, Leute, gibt heute keine Hexit-Folge. Ja, das Problem ist, dass ich das nicht... So, und dann fehlt da aber was. Und dann würde da was fehlen. Dann müsste ich hier den wegnehmen. Da einen normalen Stein hinsetzen. Das würde ja gehen. Dann würde das halt dem Weg angepasst sein. Und dann könnte ich theoretisch, wenn ich hier eine Platte vorsetze... Das da unten muss auch noch weg. Schwupp. Da muss ein normaler Stein hin. So. So. So würde es gehen, tatsächlich. Dann hätte man hier so ein... Ja, ob das so schön ist, weiß ich nicht. Aber dann wäre auf jeden Fall diese Erde nicht mehr. Und die Erde ist ja tatsächlich, finde ich persönlich, sehr nervig irgendwie. Machen wir uns davon mal ein paar. Wir müssen ja jetzt nochmal in der Mitte durch... Dann haben wir 48 davon. Das müsste theoretisch reichen, um das hier zu verkleiden. Klack, klack. Die Frage ist, kommen wir da überall dran? Oder müssen wir uns hier vielleicht mal eben kurz einen Stein hinbauen? Und hier, damit wir da überall dran kommen.
So, 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 so und so. Jetzt können wir die Steine wieder abbauen. Wo ist meine Spitzhacke? Gib mir meine Spitzhacke. Ja, genau. Ich war tatsächlich gestern Abend so ein bisschen am Überlegen, ob ich es nicht sein lasse mit der Aufnahme heute, weil können wir die zufällig noch irgendwie anders? Was ist, wenn wir die daraus machen und dann... Ups, Säge, komm mal wieder her. Kriegen wir das noch verkleidet irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, leider nicht, leider nicht. Was wir aber noch machen könnten, wäre... Schauen wir mal, ob das cool aussieht. So, sowas in der Art vielleicht noch. Vielleicht dann aber nicht aus Stein, sondern aus irgendeinem Holz. Was haben wir denn hier? Wir haben das Blütenkirschholz und Mammutholz. Dann holen wir das Blütenkirschholz. Davon sollten wir noch genug haben. Blütenkirsch, hallo? Blütenkirschen. Wir haben keine Blütenkirschen mehr. Ernsthaft? Das ist jetzt mehr als verwirrend. Das ist mehr als verwirrend. Dann nimm mal die hier. Vielleicht können wir das damit machen. Dip-di-dip-di-dip-di-dum. So, und das werden ja immer doppelt so viele noch am Ende. Und das dann nochmal so. Genau, dann haben wir eigentlich genug. Jetzt habe ich wieder die Säge weggeschmissen. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Achso, genau, ich war gerade dabei, euch zu erzählen, dass wir halb neun haben. Und, ja, ich gestern Abend nach Hause gekommen bin und einfach so müde und so platt war. Ich war halt krank. Das weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe, dass ich einen Krankenschein hatte, aber das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Und ich war so platt, weil ich ja in diesem scheiß Schlafrhythmus war. Und ja, gestern dann das erste Mal war, dass mein Schlafrhythmus wieder ins Normale gebracht wurde, mehr oder weniger. Das ist aber kacke jetzt, ne? Gut, da müssen wir dann tatsächlich nochmal mit den Steinchen gucken, ob das funktioniert. Weil theoretisch müsste das ja... Müsste der ja hier rüber und das funktioniert aber nicht. Da müssen wir gleich nochmal gucken, das könnte aber mit den Steinchen funktionieren. Mit diesen einzelnen Stücken. Ja, mein Schlafrhythmus war ja so dermaßen im Arsch, dass ich irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt habe. Die Nachmittage geschlafen habe und die die Nächte durchgemacht habe. Und das geht ja halt nicht, wenn man arbeiten geht wieder. Da kann ich das nicht bringen, so dass ich dann gestern Abend einfach wirklich so dermaßen platt und müde war, dass ich nach Hause gekommen bin, mich auf die Couch gehauen habe und mir gesagt habe, komm, guckst du ein halbes Stündchen Fernseher, einfach um ein bisschen zu entspannen nach einem, aber auch wirklich stressigen Arbeitstag, so, muss man auch dazu sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie, war kein schöner Einstieg wieder ins Arbeiten. Ja, und dann war es halt, bin ich halt einfach eingepennt und bin dann irgendwann nachts wach geworden und hab mir so gesagt, okay, komm, dann guckst du, dass du das morgen früh, weil du jetzt ja schon so lange schläfst, guckst du, dass du das morgen früh aufnimmst, weil eben über Nacht halt auch Resident Evil runtergeladen wurde. Ja, und deswegen haben wir es dann jetzt 8:30. Ich habe Resident Evil musste noch updaten, was immer ein bisschen scheiße ist, weil man lädt das runter und dann kann man es doch nicht im Endeffekt schon direkt spielen, sondern es muss ja dann erst noch updaten. Die Zeit habe ich genutzt, um gemütlich erstmal einen Kaffee zu trinken. Ja, und dann habe ich Resident Evil aufgenommen. Jetzt haben wir 8:30 und ich nehme gerade Hexit auf und dann muss... ich gleich das Ganze auch noch schneiden. Ah, wir bräuchten noch einen. Noch einer geht aber wahrscheinlich nicht, ne?
Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Hey, das ist ein bisschen doof jetzt. Naja, gut, egal. Egal, sagt Karl. So, die kriegen wir jetzt aber nirgendwo mehr hingestellt, ne? Nee, das ist aber jetzt natürlich dann wieder doof. Das will ich dann eigentlich so auch nicht. Gut, wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht alles haben. Es funktioniert nicht alles so, wie wir das gerne hätten. Das müssen wir jetzt akzeptieren, aber grundlegend finde ich das auf jeden Fall. Können wir mal eben das Portal da wegnehmen. Das ist ja sauhässlich. Klack. Grundlegend finde ich das so auf jeden Fall schon mal ein bisschen schöner, als es noch war. Mal eben kurz wieder. Einmal Helm abnehmen. Können wir gerade nicht, weil kein Platz ist. F1. Sag mal, jetzt liegen hier überall die Teile herum. Das ist doch auch kacke. Weg, weg. Dann können wir die einsammeln hier. Okay. So, und einmal F2. Und dann würde ich sagen, haben wir in der Folge gebaut. Und die zufriedengestellt, die gerne bauen sehen wollen. Wobei die natürlich mit Life in the Woods sowas von zufriedengestellt werden. Also wer mich gerne bauen sieht, der wird Life in the Woods lieben. Und wer mich gerne so ein bisschen kreischen, schreien, Angst haben sieht, der sollte auf jeden Fall gleich sich Resident Evil angucken. Ja, und ansonsten sage ich für heute tschüss. Es war so schön, euch heute alle zu sehen. Obwohl ich euch gar nicht gesehen habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und ihr Bock drauf habt. Und ansonsten sage ich wie immer, bis denne!